Es ist traurig, dass wir sehr häufig mehr Sport-Superstars kennen als unsere Vorbilder, als Sahaba. Normalerweise musst du wirklich mehr Sahaba kennen, mehr Gefährten des Propheten kennen, ihre Geschichte kennen, wie sie sind, als irgendwelche Sportstars. Geschweige denn irgendwelche Musiker oder absolute Fußballer, ja, die mit der Musik die Leute irreführen, mit ihrer Drecksmusik. Es ist einfach so, man muss es klar und deutlich so sagen. Gerade diese ganze R&B, Hip-Hop, Rap-Musik, dieser ganze Schwachsinn, der hat so viele Jugendliche mental zerstört und kaputt gemacht und ihnen falsche Dinge suggeriert, die sie kaputt gemacht haben, das ist eine Katastrophe. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah unsere Kinder bewahren, unsere Enkelkinder, unsere Urenkelkinder, unsere